Liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen gemütlichen Runde Ark of the Island. Ja, ob die so gemütlich wird, weiß ich noch nicht. Wir wollen den Spino zähmen heute. Ich habe nochmal geguckt, ich habe tatsächlich falsch geschaut. Er muss in den Kampf verwickelt werden. Aber wir probieren das jetzt mal auf die altmodische. So, hier müsste jetzt soweit alles friedlich sein. Ne? Hier rennen nur noch Pflanzenfresser rum. Den Rest machen wir platt. In Ordnung. So, Leute, lasst uns jetzt hier mal ganz kurz... Ah, ich habe ja gar keine. Ja, können wir noch machen. Ist ja kein Ding. Bauen jetzt mal hier die 10-Box auf. Fünf. Zack, zack. Passt der da so rein? Müsste so reinpassen, oder? So, das hier hin. Da vorne kommen Rampen hin. Ja, dann zähmen wir mal wieder was auf die altmodische. Das ist ja auch cool. So, ach, ein Tor habe ich vergessen, seht ihr? Muss ich sowieso nochmal zurückreisen. Vor lauter, lauter Aufregung und lasst mich auch mit, ne? So, zack, zack. Und wenn wir hiervon noch ein paar brauchen, habe ich auch. Ja, ist jetzt oben drauf, zack. Dahin. Brauchen ja noch ein Burnemouth-Tor. Und die reichen, glaube ich, sogar. Höher brauchen wir es ja nicht. Der wird da nicht drüber kommen, oder? Das ist schon recht groß, ne? Wir probieren es. Juri, Abfahrt, wir müssen noch mal kurz nach Hause. Ich habe ein Tor vergessen. Vor lauter, lauter, lasst mich auch mit. Ha, ich bin jetzt aber aufgeregt, ey. Ich bin jetzt aber, wenn ich ehrlich bin, aufgeregt. Teleport zur Hauptbase. So ein Spino wäre schon cool. Dann hätten wir unsere Truppe schon zusammen. Dann brauchen wir noch ein Paraseer. Und dann haben wir unsere Tierchen. So, die Hälfte. Laden bitte. Danke. Das nehmen wir mal wieder auf. Was wollte ich? Ein Tor. Ein Burnemouth-Tor. Ja, was haben wir denn hier? Ist das noch so ein... Ne, das ist ein normales. Da kommt er wahrscheinlich nicht durch, ne? Pass auf, wir bauen uns eins. Ein Burnemouth-Tor. Zack. Und das da. Komm, die 20 nehmen wir auch mit. Die können wir hier lassen. Das nehmen wir noch mit. Perfekt. Perfekt. So. Ach, wenn wir schon mal hier sind, bevor ich wieder zurück muss. Wir brauchen natürlich, brauchen wir, jetzt haben wir wahrscheinlich keine Tranquilizer-Dinge. Kannst du da mal fix 100 Stück machen? Geht, ne? Geht. So ein Mist. Da haben wir 5 Stück. Nehmt die Gerät mal mit. Da haben wir noch 250 Pfeile. Okay. Leute, da müssen wir jetzt aber ganz kurz warten. 90er. Müsste ich jetzt sogar in der Dododex-App gucken, wie viel der braucht zum Betäuben. Wenn wir hier eh schon kurz warten müssen, dann können wir unsere Sachen gerade nochmal reparieren. Für den Fall der Fälle. Nicht, dass das uns dann wieder kaputt geht. Ich kenne mich ja, ne? Ich bin ja genauso ein Held. So, das wird auch repariert. Zack. Reparieren. Perfekt. So, und dann machen wir hier drauf die Geschichten. Jetzt können wir uns eigentlich die Pfeile herstellen. Da habe ich die nicht mehr frei. Hat sich das wieder zurückgesetzt. Aber wir hätten aber auch, wir bräuchten eigentlich gar nicht die. Wir hätten ja uns auch diese... Ja, wir machen es jetzt mit Betäubungspfeilen. Wir machen es mit Betäubungspfeilen. Hallo? Ach, da. Hätte man sie auch diese für die Flinte herstellen können, ne? Aber gut, wir nutzen sie jetzt auch nicht so oft, von daher ist es okay. So, ich würde sagen, für den Anfang reicht's. Wir gehen jetzt erstmal... Wir können ja dann wieder herreisen, das ist ja kein Ding. Aber wir gehen jetzt erstmal ihnchen reinlocken. Oh, zum Teleporter, da müssen wir hin, genau. Mal drauf.
So. Vorne ist er. Da vorne ist er. Wir setzen jetzt das Burnemouth-Tor. Oh, der wird aber schon, ne? Das wird schon eng hier mit dem... Ja, wir probieren's. Und ich setze mal noch einen drauf. Was wird denn sein? So, das haben wir. Zack. Das muss ja nicht schön aussehen. Einmal Manuel. Oh, der kann aber hier durch, ne? Oh, das ist shit. Oh, ob das gut geht, was wir hier vorhaben. Oh, ob das funktioniert. Ach, wisst ihr was, Leute? Probieren geht über studieren. Probieren geht über studieren. Wir probieren's. Okay, hier kommt er nicht durch. Aber hier kommt er halt durch, ne? Könnte er. Naja, komm. Die Box sieht wirklich winzig aus. Im Vergleich zu diesem. Oh, ob das gut geht? Ich glaub's eher nicht. Naja, wir probieren's. Kommt, Leute. Jo, Juri. Pack du nochmal. Läuft bei dir. So richtig. Hallo, Herr Spino. Wären sie vielleicht so frei und würden kommen? Hallo? Komm mal her. Oh, da kommt er. Komm mal her. Also, wir stellen Juri mal hier nebenan. Das geht doch nie. Das geht doch nie im Leben. Geht das gut hier? Komm mal hierher. Hier rein. Ja, komm mal hier rein. Ey, du Kasper. Musst du hier nicht rein? Bist du zu... Bin ich... Hab ich zu klein gebaut, ne? Du sollst hierher kommen. Nicht außen rumlaufen. Gut, wenn er so abgelenkt ist, dann kriegen wir ihn vielleicht auch so. Scheiße, der macht unseren Juri platt. Juri, bleib halt mal stehen, Mann. Scheiße. Was hat denn der jetzt? Oh, wir würden den auch so kriegen, Leute. Ich brauche bloß genug Pfeile. Vielleicht verbeißt er sich ja jetzt an dem Teil. Dann hätte man sogar ohne... Ja, die 10-Box war ein bisschen dumm, ne? Also, die hätte ich durchaus breiter bauen müssen, aber jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät. Dann holen wir uns den so. Was wird denn sein? Dann holen wir uns den so. Das ist wieder eine Aktion, ne? Das ist eine Zähmaktion. So. 62 haben wir. Dann sollte halt doch auf alles vorbereitet sein. Ich glaube, die müssen doch jetzt reichen hier. Pfeile, die sollten reichen. Ach. Unser Vogel. Der sieht geil aus. Na, was der Juri wegkackt, ne? Das ist ja unglaublich. Aus dem Teleporter.
So, pass auf, Juri. Hier bin ich, komm her. Kommt der hier durch? Jawohl. Kriegen wir dich halt so, ist mir doch wurscht. Er lad nach, komm. Möglichkeit nicht im Wasser liegen bleiben. Jau! Da liegt er, Leute! Ganz ohne 10 Box. Jetzt haben wir halt natürlich keine Raw Matten dabei, ne? Aber ich will das jetzt, ist mir jetzt egal. Das ist mir wurscht, das holen wir dann gleich noch. Komm. Juri, lass mal rüber, wir haben einen Spino! Fleisch von dir. Hast du gutes Fleisch? Guck mal, du hast doch hier von dem auch. Ist doch auch besser wie nix, ne? So. Spino. Bewusstlos. Okay. Es ist die Frage, wie lange braucht er zum Zähmen, ne? Wenn die... Oh, die Bewusstlosigkeit geht aber schnell runter. Juri, wir müssen ganz fix zurück. Wir brauchen noch Tranquilizer. Teleport, Hauptbase. Oh, Mann. Oh, das geht aber ziemlich zügig runter. Zack, 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 zack. Tranquilizer, Tranquilizer, Tranquilizer. So, 45, die sollten reichen. Und komm, wenn wir schon hier sind, nehmen wir gleich Raw-Matten mit. Hier haben wir's. Und schnell zurück. Was eine Aktion, aber dann haben wir einen Spinner. Voll geil! Aber unser Tor war wirklich für den Arsch. Hast du schon gefressen? Nee, hast du nicht, ne? Pass auf, dann kriegst du jetzt aber was Besseres. Du kriegst das hier. So. Level 90 bewusstlos. Oh, Leute. Da liegt er im Sand. Junge, willst du mal futtern? Alter, die Augen, guckt euch das an. Wie sieht's denn aus, mein großer Freund? Möchtest du mal futtern jetzt? Die 10 Box, ja, die können wir dann wieder abbauen eigentlich, ne? Da ist er. Hast du gefressen? Wie lange brauchst du denn? Oh. Das sollte hinhauen eigentlich, ne? Effektivität 100% plus 44 Level kriegt er. Aber ich glaube, der wird gut, Leute. Das wird gut. Jetzt müssen wir hier bloß ein bisschen aufpassen. Oh, eine geile Schildkrötenfarbe hier.
Madame Butterfly. Weiß gar nicht, ob es eine Madame ist, ne? Aber wir haben einen Spino. Nice, das erste Mal, dass ich einen Spino habe. Sau gut. Wie geht's dir denn, Juri, eigentlich? Du bist eigentlich topfit, ne? Du hast da wieder feinsten Stuff. So, das gebe ich dir mal alles rüber. Sehr geil. Haben wir auch mal wieder was normal gezähmt, ne? Aber unsere Zähmbox war schon... Also wenn ich es mir jetzt im Nachhinein angucke, ne? Muss ich schon sagen, war schon... ja... So ein Riesentor hinten, dann diese kleine Box und wenn ich mir dann den Spino angucke, also das war schon ein mutiges Vorhaben, muss ich sagen. So Leute, dann muss ich jetzt hier warten. Ich mache glaube ich einen kleinen Cut, Leute, bis er hier so ziemlich fertig gezähmt ist, weil sonst stehen wir hier einfach nur rum. Ich will ihn jetzt auch nicht alleine lassen. Ich möchte ihn dann auch ganz schnell zurück zur Hauptbase bringen, dass wir ihn nicht verlieren, bevor wir weiter scouten gehen. Vielleicht finden wir ja noch einen zweiten. Also ich mache einen kurzen Cut, bis er soweit fertig gezähmt ist und dann hole ich euch wieder dazu. So Leute, da sind wir zurück. Er muss noch einmal fressen, dann gehört er uns. Effektivität 99,8%, 44 Level kriegt er oben drauf. Ich bin sehr gespannt. Ich habe gerade mal unseren Teleporter von da drüben hier rüber geholt, dass wir da nicht so einen weiten Weg mit ihm haben. Ansonsten, ja. Was hat denn der da für ein Level? 48. Ja, so einen hätte ich ja auch gerne, ne? Aber so über 100 dürfte er eigentlich schon sein. Komm, wir holen den mal weg. Dann ist die Möglichkeit, das höhere Spawn ja auch da. Hallo. So. Hol ihn weg. Und was ihr da hört, ist ein kleiner Affe. Der war so geil, den muss ich euch noch zeigen, stimmt. Dann habe ich eben, ist der hier so vorbeigetrat und da habe ich gedacht, boah, den muss ich haben, der sieht so geil aus. Dann zeige ich euch. Zeige ich euch. Warte einen Moment. Ja, der sieht so geil weiß aus, oder? Da dachte ich mir, den muss ich haben. Was hat denn der für ein Level? Ich habe gar nicht aufs Level geguckt. Level 90 hat er. Der ist cool. So, den nehmen wir natürlich mit, unser kleiner Affe. So, wie sieht's denn aus, Spino, jetzt? Ja, noch einmal fressen, ne? Dann bist du soweit. Bewusstlosigkeit reicht eigentlich auch bis dahin. Oh, dann haben wir richtig... Dann haben wir eigentlich unsere Armee schon zusammen, weil mehr wie zwei Tiere bräuchten wir ja dann eigentlich gar nicht, ne? Also, wir hätten dann den Parasea mit der Plattformsattel, wir hätten unseren Juri und wir hätten hier unseren Spino. Da ist er! Oh, hallo, mein Freund. Oh, coole Geschichte. Das ist aber eine Sie, ne? Ja, weiblich. Verhalten, dein Ziel angreifen passt. Folgeabstand auf niedrig. Und dann folg mir mal. Lady. Komm mal her. Boah, Alter, was ein Vieh. Was ein Vieh. Die bringen wir jetzt erstmal nach Hause. Cool, nice. So, einmal an den Teleporter bitte. Teleport zur Hauptbase. Du bist auch dabei, Juri. Ich hoffe, die nehmen dich mit. Ich hoffe's. Zack. Jetzt hoffe ich nicht, dass mein Spiel abgestürzt ist. Nee, ist es nicht. Gott sei Dank. Ha. So, komm mal her. Alter, ich muss mich da unten irgendwo einen Stall bauen. Guck dir das Vieh an, Alter. Guck dir das Vieh an. Level 134 hat's. Mal kurz die Werte abchecken. 3200 Leben. Also das Raw Mutton gibst du mir mal wieder rüber. Das kannst du mir auch geben. Das schmeißt du mal raus. Gewicht, Ausdauer, Bewegungsgeschwindigkeit, Nahkampfschaden. Okay, da müssen wir sie noch ein bisschen leveln, die gute. Aber cool ist, oder? Und da ist schon wieder so einer, der mit so geilen Farben. Guck mal da hinten. Ich kann doch jetzt nicht hier alle holen, nur weil sie geile Farben haben. Geht doch nicht. So, Leute. Wollte ich noch irgendwas tun? Nee. Eigentlich könnte man die Scouting-Runde noch ein bisschen fortsetzen. Wir haben noch ein bisschen.
Ach nee, ich wollte einen Spino-Sattel bauen, Leute. Das muss jetzt sein. Das muss jetzt sein. So, pass auf. Spino-Sattel. Haha, saugut. Saugut. So. Einmal den Spino-Sattel rüber. So, den restlichen Kram, den können wir ja eigentlich hier lassen. Das brauchen wir ja nicht. Sagte er, und wahrscheinlich brauchen wir es dann doch direkt wieder. Weil wir wieder irgendein Tierchen sehen. Was wir haben wollen. So, pass auf. Geile Geschichte. Spino-Sattel. Zack. Wo sitzt man denn da? Achso, der wird auch nicht angezeigt. Das ist ja doof. Wegen der Mod, ne? Hier vorne sitzt er drauf. So. Komm, geh mal da runter. Oh, der schnellste ist er nicht. Ist er nicht. Oh, da müssen wir dich, glaube ich, ein bisschen auf Bewegungsgeschwindigkeit. Hier beißen wir. Mit rechts, das machst du mit rechts. Ah, da kannst du... Ah, da kann man hoch und runter. Und auf C? Ah, ja. Ja, saugut. Ja, saugut. Jetzt muss ich aber mal gucken, habe ich den Spino-Sattel eigentlich freigeschaltet? Das will ich ja schon machen. Spino-Sattel, nee, habe ich nicht. Das muss ja dann schon... Wo wird denn der gebaut? Eigentlich in der Werkbank. Pass mal auf, das will ich jetzt nochmal abchecken, wenn wir den in der Werkbank bauen, ob man ihn dann sehen, weil das würde ich eigentlich schon gerne, ne? Dass man den so sieht. Wow, Leute, da haben wir ja schon Anfang der neuen Woche direkt ordentlich was rangeholt, ey. So, pass mal auf, in der Werkbank wird der gebaut. Ich will jetzt nochmal einen bauen. Rüstung, sonstiges Sättel. Negaterium. Der. Spino, ne, den kann ich hier nicht bauen, das ist doof. Das ist wegen dieser Sattelmod. Naja, mal überlegen, vielleicht nehmen wir die runter. Vielleicht nehmen wir die runter, weil den Sattel würde ich schon gerne sehen. Bist du jetzt noch, ne, du bist jetzt nicht mehr ans Wasser, an Futterdruck angeschlossen, das muss schon sein. Doch, du bist ans Futterdruck angeschlossen, alles klar. Ich habe nichts gesagt. So, Leute, ich würde sagen, wir gehen wieder zurück. Packen den Teleporter wieder ein und scouten noch ein bisschen durch die Gegend. Das war ja eigentlich so unser Ziel. Mal gucken, was wir noch. Ein Paraseer brauchen wir auf jeden Fall noch. Und dann geht's an Plattform-Bad-Sattel bauen, ne? Außer am Teleporter. Jetzt sind hier überall so von diesen Flugtieren. So, pass auf, den nehmen wir jetzt wieder mit. Die 10 Box da. Nee, nee, ich will mich nicht teleporten. Aufheben. So, und Juri, du darfst auch wieder verhalten. Mein Ziel angreifen. Abfahrt. Ach, war das eine coole Aktion. Direkt ins Spino bekommen, ey. Sehr stark. Wenn wir jetzt noch ein Männchen kriegen würden, wäre das noch geiler. Dann könnten wir nämlich zähmen. So, Leute, lasst uns mal so ein bisschen hier noch rumscouten. Irgendwo kommen bestimmt noch interessante Tierchen. So ein Fiomia brauchen wir dann auch, wenn das mit den Gärten mal soweit ist. Oh, guck mal, das ist ein Pferd. Und viele, viele Pferde. Oh, das sieht ja auch stark aus. Level 18. So ein Pferd hätte ich halt auch schon gerne. Müssten wir halt hier mal ein bisschen Ordnung machen. Da ist ein Paraseer. Was hat denn der seit bitte? Level 30. 30 ist nicht so, wie ich es haben will. Da ist aber noch einer. 24. Ja. Da hinten gucken. Hallo, Schlange. Oh,
ist ein... Oh, da ist ein Krokodil. Level 18. Da ist noch ein Paraseer. Ah, das war aber der von eben, oder? 24, ja. Muss ich mal so gucken, was hier so Phase ist. Boah, da ist noch so ein Krokodil. Das sind die, die dich runterholen, glaube ich, von irgendwo, ne? Ja, genau, das sind die, die so springen, Alter. Guck dir das mal an. Wie krass. So ein Krokodil hätte ich auch schon gerne, ne? Sehr, pass auf. Ich mach das nur, damit du wieder höher spawnst. Respawnst. Komm ihm hinterher! Warte mal, kann man die eigentlich hier... Kann man die auch so zähmen? Das wäre ja affengeil. Pass mal auf. Ja, ja, die zähmt man so. Puh, krasser Scheiß, Leute. Weil so einen hätte ich ja gern. Boah, das ist ja voll cool. Ey, bleib mal hier. Hier habe ich die Fleischpakete. Wo ist denn der jetzt hin? Hey, 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 Freund der Sonne. Fress mal, du gefällst mir. Was bist du, ein Kapo? Was bist du? Weil die springen so geil, will ich haben. Da ist er. Kaprosuchus. Du bist ein Kaprosuchus, du siehst aus wie ein kleiner Spinno. Jetzt gehörst du zu unserer Truppe. Komm her. Oh, den kann man auch reiten. Ja, geil. Den packen wir jetzt erstmal ein und nehmen ihn mit nach Hause. Der ist zwar jetzt nur Level 27, aber ich will mal gucken, was das für ein Tierchen überhaupt ist, ne? Sehr cool. Juri ist auch wieder gestiegen im Level. Dann geben wir dir mal noch auf Nahkampf. Juri ist mittlerweile unser stärkstes Tier, was wir haben. Gut, dass wir den von Genesis rübergeholt haben. So, pass mal auf, wo sind wir denn gerade? Hier unten. Ja, lass mal so ein bisschen da hochlaufen noch. Wir machen mal noch eine Scouting-Runde, so nächste Folge. Dass wir hier auch mal einiges zu Fuß entdeckt haben, ne? Da sind Frösche, so ein Frosch will ich natürlich auch. Irgendwann nicht mehr so viel. Was er nicht alles will, ne? Da sind Paraseer, guck mal. Lässt du das Vieh Jomia in Ruhe? Level 30. Jomia Level 11. Oh Mann, warum sind die denn alle nur so niedriglevelig? Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte so. Oh, das ist auch ein cooles Vieh, Jomia. Level 66. Lass das Vieh, Jomia, in Ruhe. Kennt ihr das? Wenn ihr zockt und da ist was im Weg und ihr wollt so dran vorbeikommen. Das wäre neulich schon mal so passiert, wo ich gedacht habe, Junge, was machst du denn? Boah, guck mal, hier rennen richtig schöne, schicke Fiomias rum. Level 12. Beim Fiomia ist es ja eigentlich egal, oder? Oder macht das auf die, kommt ja die Menge. So viele schicke Tiere jetzt mit dem Sommer-Event. Guck mal, das blaue Fiomia, ey. Was ist denn mit euch? Guck mal, wie sie... Alter.
kommen die Frösche. Jetzt haben wir uns aber hier mit allen angelegt. Boah. Da ist noch so ein Dilfo. So, kann ich mich jetzt mal um mein Fiomia kümmern, bitte? Wäre ich echt sehr verbunden. Oh, der Frosch war auch cool. Jo, renn halt weg. Drin sehe ich aber gerade einen Paraseer. Kannst du da nicht hoch, Juri? Doch, guck. Oh, guck mal. 42, 24. Was ist der da hinten? 54. Oh, Leute. Den 54er, ich glaube, einen höheren finden wir fast gar nicht. Lass mal, wenn wir die jetzt aber... Genau, schnapp dir das mal. Die ich möchte ich haben, du hast auch noch eine geile Farbe. Sehr cool. Jetzt habe ich aber natürlich kein normales... Jetzt habe ich das alle... Ich bin aber auch ein Held. Nicht du. Der andere soll hin. Aber das Blöde ist jetzt... Das Blöde ist jetzt, wenn ich... Ich will eigentlich den blauen, ne? Ich hab... Was ist denn jetzt wieder? Ist es zu glauben? Haben sie alle, ne? Na, das ist halt saudumm. Vier. Das ist jetzt aber nur meine Schuld, weil ich natürlich diese... Weil ich jetzt natürlich vergessen habe, normale Dings zu machen, ne? Jetzt zähme ich die alle. Gut, dann muss ich halt... Ja. Diejenigen, die ich nicht will, muss ich dann killen. Sonst wäre das halt so jetzt auch... Ich will den 54er haben hier. Den blauen, den möchte ich haben. Ich würde die anderen ja wegmachen, ne? Das Problem ist bloß, ich kann die nicht wegmachen. Weil dann greifen die anderen auch an. Und dann habe ich ein Problem. Dann kriege ich den nicht mehr gezähmt. Und den 54er, was hast denn du für ein Level? 72, ich werde verrückt. Ich will den 72er haben. Da irgendwas? Nö. Den will ich. So, pass mal auf, das machen wir jetzt anders. Ich hätte auch zurückreisen können, ne, und einfach ein paar von den Dingern machen. Na, was ist mit dir? Ich take mal care of you. Thank you.
Den will ich eigentlich hier, Level 42. Ja, jetzt bringt natürlich auch noch der Parasaurier. Okay, den haben wir schon mal. Du bleibst hier stehen, wo ist denn der andere hin? Bist du der Level 72er, bist du? Hilf mir, was war denn da? Was war denn da eben? Was ist denn jetzt? Hallo? Ach, da waren Raptoren. Gewesen. So, ihr bleibt hier. Ich will jetzt. Das ist wieder eine Aktion, Alter. Sind jetzt erstmal egal, ich will den hier haben. Du sollst doch nicht fressen, Junge. Das ist jetzt wieder eine Aktion. Sorry, Leute, ihr merkt, ne? Ich bin ziemlich still in der Folge. Weil da musst du dich so konzentrieren. Das Problem ist, wenn ich den jetzt angreife. Was sitzt denn da oben? Da oben sitzt er da oben. Komm, fress das da mal. Siehste? So. Dich wollen wir haben. Den Rest killen wir dann halt. Du gibst unser Packesel. Komm, fress hier mal. Mach mal Fresschen. Nicht du. Geh weg. Ja, komm. Oh. Jo, jetzt frisst der auch noch. Alter, haben wir hier ein Durcheinander. So, ich zähme euch jetzt einfach alle und der Rest wird geschlachtet. Ich hätte die Dinger machen sollen, das war dämlich von mir. Das ist so, dass ich aus der Hand füttern kann, ne? Das habe ich jetzt halt echt vergessen. Ja, guck mal, du bist ein Süßer, bist du. Oh.
Dich haben wir jetzt fast. Und dann können wir... Komm, friss. Jawohl. Jawohl, wir haben den, den wir wollen. Sehr cool. So, Kines, jetzt müssen wir euch erstmal sortieren. Was sagt denn die Folge? Oh Gott, wir sind total überfällig, Leute. Wir haben ja schon die doppelte Folgenlänge. Ich würde sagen, ich springe rüber in die nächste Folge. Dann sehen wir uns genau hier. Und dann müssen wir mal sehen, dass wir ja hier total die Zeit vergessen. Dann müssen wir sehen, dass wir hier mal Ordnung reinkriegen. Also vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute mal eine Doppelfolge. Ich hoffe, es ist okay für euch. Also, macht's gut. Bis morgen. Ciao.